Das ein oder andere Minecraft-Produkt habe ich euch schon bereits schon in meinen Videos vorgestellt. Ich habe mal wieder was Neues bekommen und das möchte ich euch heute mal ausführlich dann vorstellen. Den hergezeigten Minecraft-Enderdrachen mit einer Größe von 50 cm und der Steve-Figur mit Farbwechseleffekt könntet ihr zum Beispiel auf Amazon bestellen. Kostet rund 75 Euro. Wer sich das Produkt nochmal anschauen möchte, den Link dazu findet ihr im Textfeld unter dem Video. Und so schaut die Verpackung aus. Da ist leider nichts auf Deutsch drauf. Ich weiß jetzt auch nicht warum. Hier vorne, oben ja, rechts im Eck, sieht man dann schon mal die Figur plus das Zubehör, was man dann halt so dran machen kann. Dann hier so ein schönes großes Drachenbild. Ich zeige heute mal die Verpackung. Hier in der Seite bekommt man dann so verschiedene, ja, sag mal, Funktionen schon erklärt, wo man drücken muss, wo dann so eine Attacke ausgeführt wird mit so einem Feueratem, ja, ja, und so weiter und so fort. Rückseite. Der Drache hat Licht, Sound. Und Steve kann seine Farbe ändern. Unglaublich. Unglaublich. Und da wollen wir noch mal ganz schnell in die Verpackung reinschauen. Unboxing auf dem Spielteppich von meinem Sohn. Die sind echt gut, die Spielmatten. Schön dick, kann man noch mal dicker zusammenfalten. Ist ausreichend groß. Kann man schön drauf hinfallen und es tut nicht ganz so weh. So. Das ist jetzt das erste. Dann ist noch hier so ein Plastik drin. Ich denke mal wahrscheinlich die Anleitung. Und die Figuren, die muss man dann wahrscheinlich irgendwie hier so rausfriemeln. Ich denke mal, hier ist jetzt, glaube ich, keine Möglichkeit, weil das eigentlich hier so zusammengeklebt ist, hier die Pappe. Aber die bekomme ich schon raus. Ich weiß es auch wie. Also, das hier war so zugeklebt, also hier diese kleine Lasche weggemacht, rausgeschnackelt und jetzt kann man hier zack das Plastik rausziehen. Ja, bevor ich den Drachen zusammenbaue, der ist nochmal mit so zwei ja, so Plastikschnüren gesichert gewesen, kann man ganz einfach durchschneiden, so schaut er schon mal aus. Dann kommen nachher noch die einzelnen Teile hier aus dem Päckle mit dran, habe ich ja eben schon gezeigt, halt die Figur mit dem Zubehör. Und wir haben dann hier noch eine Anleitung. Da bekommt man dann erklärt, wie man diese Flügel und den Schwanz an den Drachen macht, Wasser einfüllt und ja, dann die verschiedenen Funktionen. Ein Flügel ist schon dran. Denn das Witzige ist, in der Anleitung bekommt man nur diese Darstellung, die ist übrigens auch hier auf Deutsch übersetzt, und sonst bekommt man nichts erklärt. Das muss nämlich klacken. Und wenn es klackt, dann sitzt der Flügel auch fest. So, jetzt hat es geklackt, eben hatte ich es nur dran gesteckt, da konnte man es wieder einfach dann abziehen. Ja, und die flattern jetzt schon munter hin und her. Und dasselbe macht man dann jetzt auch für den Schwanz. So, zack. Und schon ist der Drache zusammengebaut. Die Verarbeitung der einzelnen Teile ist eigentlich sehr gut. Unsaubere Stellen oder irgendwelche scharfen Kanten oder Plastiknasen konnte ich jetzt nicht feststellen. So, ich fange mal mit der Figur an. So, hier haben wir den Steve. Minecraft-Fans kennen den ja. Der hat dann hier bewegliche Arme, Beine und die Arme lassen sich, ich sag mal hier so 30 Grad drehen, aber die Hände sind dann halt fest. Kopf kann man noch drehen, so ein bisschen bewegen. Dazu gibt es ja noch den Helm hier, kann man ganz einfach draufstecken oder dann wieder abziehen. Mit dem Bogen hatte ich so meine Probleme. Also ich habe es jetzt nicht geschafft, den Pfeil hier mal richtig reindrücken zu können, weil ich habe eher Angst, dass der irgendwie dann kaputt geht. Das ist wirklich nicht so super gelöst. Und den Bogen kann man dem Steve dann hier, soll ich mal gerade gucken, so in die Hand noch reinmachen. Ich habe mal Wasser reingefüllt. Wir haben ja hier
am Kopf des Drachen, so eine kleine Öffnung, die ist hier mit so einem Gummi verschlossen. Und da kommt jetzt mal das Wasser rein. Ich weiß gar nicht, wie viel. Oh, schon voll. Ja, also das ist wirklich für mehrere Befüllungen ausreichend. So, Wasser ist jetzt mal drin. Hier vorne ist die Beleuchtung beim Drachen. Der Mund lässt sich noch öffnen mittels der Tasten hier hinten. Der Kopf ist drehbar, aber den kann man jetzt nicht irgendwie in alle Richtungen ausrichten. Das ist halt hier fest. Dann haben wir die Flügel, eine automatische, ich sag mal, Flatterfunktion gibt es nicht. Aber wenn man den Drachen, ich zeig das mal, seht ihr, so fliegt er auch. Ich finde das aber auch vollkommen ausreichend, wenn man den hier unten greift und dann kann man so Sturzflug machen und dann so ein bisschen runter, da bewegen sich auch die Flügel. Füße, beweglich. Dann hier unten Batteriefach 3x AAA, kommt da rein. An- und Ausschalter. So, Schwänzchen hinten. Das kann man auch noch in der Länge verstellen, das ist hier erstmal beweglich. Und wenn man das hier so zieht, seht ihr, zack, da kann man hier wieder zusammen und dann kann man das noch so ein bisschen mehr verstellen. So, machen wir das mal wieder zusammen. Zack, zack, zack. Gut. Dann haben wir dann halt noch hier oben diese drei Tasten. Erste Taste zeige ich gleich, da kommt diese Sprühnebel vorne raus. Dann haben wir die mittlere Taste. Na cool, oder? Damit geht das Maul auf und der Sound wird aktiviert, plus das Licht. Ja, also viel Abwechslung gibt es ja nicht. Und dann die hintere Taste. Oh. Das war so der Fuß gewesen. Nur auch nicht gerade viel Abwechslung. Maul bleibt zu, geht halt nur das Licht von den Augen an. Ich überlege gerade, was soll das darstellen? Bewegungsgeräusche? Wenn der halt gehen würde? Keine Ahnung. Ich habe mal gerade das Licht ausgemacht, da sieht man den Atem nämlich besser. Seht ihr? Von dem Drachen, wenn man dann halt auf den vordersten Knopf drückt. Zeig das nochmal. Dann einmal im Hellen. Und noch einmal im Dunkeln. Sieht schon ziemlich cool aus. Der Bereich vor dem Drachen wird auch noch so ein bisschen ausgeleuchtet. Ja, kommen wir zur Farbwechselfunktion. Ich hatte es eben schon mal ausprobiert, weil ich habe gedacht, die ganze Figur würde sich irgendwie farblich verändern. Nee, ist so nicht. Hier sieht man es doch so ein bisschen. Mein Finger zeigt jetzt mal... Oh, bleibst du stehen? Zeigt jetzt mal hier hin. Seht ihr? Da ist noch ein bisschen rot. Und dieser Bereich verändert sich, wenn man den Atem des Drachen darauf richtet. Machen wir so mal fünfmal jetzt. So, jetzt solltest du dich verändern. Ja, es wird ein bisschen mehr rot. Aber man muss vielleicht auch ganz genau draufhalten. So, dann gehen wir mal ein bisschen frontal. Nimm dies, Schuft. So. So, jetzt haben wir es aber. Jetzt habt ihr gesehen, der Bereich ist jetzt von diesem Weiß dann ins Rötliche geswitcht. Soll ungefähr 10 Minuten bis eine Viertelstunde anhalten und dann wird es wieder weiß. Dann habe ich euch den Minecraft Enderdrachen auch mal kurz vorgestellt. Im Großen und Ganzen kein schlechtes Set.
Die Sachen sind sehr gut verarbeitet, da gibt es nichts zu bemängeln. Der Drache hat verschiedene Funktionen wie Sound, Licht, kann sein Maul öffnen. Die Flügel sind beweglich, halt nicht automatisch, sondern muss halt mit der Hand den Drachen hoch und runter bewegen. Die Figur hat verschiedene Zubehörteile, die man an die Figur dran machen kann. Ich hatte halt Probleme mit dem Bogen gehabt. Aber sonst, jo, ist halt was für Minecraft-Fans. Nicht gerade günstig, aber trotzdem ist ein tolles Produkt, das ich euch mal vorgestellt haben wollte. Das war wieder der Testament von YouTube. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.